Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Stehe wieder mal neben so einem Baumriesen, gewaltig. Ja, wir haben jetzt 6 Tage hintereinander bescheidenes Wetter gehabt. Es soll ja die nächste Zeit so bleiben, wird sich nicht bessern. Sollte jetzt eine kleine Regenpause geben bis um 17 Uhr. In der Zwischenzeit haben wir es kurz nach 12 Uhr. Und da möchte ich einfach ein bisschen raus und daheim knotzen, das ist halt nicht so meins. Ja, schauen wir mal. Möchten wir heute mal eine andere Kaffeeart machen. Auf einer Ibrik, das zeige ich euch dann. Ist ein türkischer Kaffee oder griechischer, die machen das eh alle ziemlich gleich. Aber davon später mal dann mehr. Schauen wir mal, dass wir irgendwo ein bisschen da durchzischen und einen Platz finden. Naja, jetzt ist er schon wirklich extrem hoch. Schaut euch einmal die großen Blauen an. Und die Blüten sind auch schon heraus. Jetzt werden sie bald anfangen zu blühen. Ja, schon langsam traue ich meine Bärlauchfelder gar nicht mehr zu sagen, weil so viel sowas gar nicht kennen. Das ist wirklich gewaltig da. Gigantisch. Und das ist nicht nur in dem Gebiet so, das ist in verschiedenen Gebieten bei mir da in der Au. Da habe ich das ein Baum. Das ist. Das fällt alles runter. Und wenn man da schaut, da sieht man richtige so Migrierspuren von Würmern, Holzwurm. Keine Ahnung, aber das fallen dann so richtige Brocken raus. Ja, der ist schon tot bis auf. Und alles, was halt der Wurm nicht umhaut, hat der Wind um. Das geht da herin, ist extrem beschwerlich, wenn man ja nicht sieht, wo man hinsteigt. Und hier halt ein Baum oder was darunter. Ja, unter anderem hole ich noch ein Videokach dran, wo ich eine neue Ritschleinaufspannung zeigen will. Und auch sonst ein paar Kleinigkeiten. Ich weiß jetzt noch nicht, wenn es schon online ist, seht ihr es da oben jetzt im Eck. Und wenn da nichts kommt, dann kommt es erst nach diesem Video online. So, habe ich das Video Hotrad, ist fertig im Kasten. Und jetzt suche ich mir noch ein Platzerl. Jetzt habe ich schon langsam einen Hunger und dann Gust auf meinen türkischen Kaffee. Naja, ich suche gar nicht mehr lang um herum, will gar nicht viel mehr drum rennen. Jetzt haben wir es eh schon fast 2. Ich möchte euch jetzt sagen, das kleine Taschel habe ich eh schon länger, das habe ich meistens da herum gehabt. Ein bisschen ein größeres da aufgehängt. So, alles Mögliche, da habe ich jetzt meine Akkus drinnen. Ein kleines Messer noch einmal bei der Hand, Feuerstahl noch einmal da. Für so Kleinigkeiten, ja, ich finde das gut, passt natürlich von der Farbe natürlich auch super dazu und habe jetzt auch fix drauf. Ja Freunde, es wird heute wieder so einen Burger geben, mit einem Semmel wieder. Diesmal werden wir ein bisschen einen Speck abbrunzeln, brunzeln, nicht brunzeln. Natürlich wieder ein Blatterl Salat dazu, diesmal habe ich einen Käse auch dabei und Ketchup und natürlich ein Bärlauch, der darf nicht fehlen. Das Ganze mache ich mir heute auf dem X-Boil. Und zwar, ich habe in Leo seine Fies heute mit dabei. Und habe da so ein kleines Lüftergitter von einem PC. Das passt jetzt oben eigentlich schön drauf. Das soll aber nur daher sein, dass mein Diätpfandl da ein bisschen besser steht, mehr nicht. Sonst braucht man das nicht wirklich. So, steht jetzt viel besser drauf. Ein bisschen Öl dazu. Brauche ich nicht viel. Und dann kommt der Speck noch rein. Müsste reichen. In der Zwischenzeit machen wir das Burger, was ist denn noch so weit? So gut. Käse habe ich ganz einfach nur so einen normalen Schmelzkäse, wie man für die Toast nimmt. Den hätte ich das letzte mit der Hand vergessen, der hätte das Ganze noch etwas verfeinert sicher. Jetzt einmal
Fleische groß. Jawohl. So macht sie der gut. So, dann werden wir da mal ein bisschen an Käse drüber. Da werden wir dann noch einmal. Auf die andere Seite kommt dann auch Ketchup. Ketchup kann nie schaden. So. Dann habe ich sogar noch so gut. Ein paar Blüten habe ich mir mitgenommen vom Bärlauch. Die werden wir auch da mit rein tun. Werden wir auch essen. Sind gut. Kann man genauso super essen. Natürlich am Bärlauch. So lange habe, muss ich den noch papeln. Jetzt noch mal das drauf. Und den Deckel drüber. Und so schaut das aus. Ja, Freunde, da war er jetzt. Lecker, wie er ist. Und jetzt sage ich mal Mahlzeit. Ja, der passt wieder voll. Und im Endeffekt ist wieder ein CBB geworden, nämlich ein Carlos Beckenburger. Also eine Blüte ist falsch, ein Knusperl noch. Blirntanz zum Glück noch nicht. Weil wenn die mal anfangen zum Blieren, dann dauert es ein paar Tage und dann wird der Bärlauch bitter. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich esse den jetzt gar in Ruhe fertig und zum Kaffee hole ich euch wieder dazu. So, und wie ihr schon sehen könnt, das ist eine sogenannte Ibrig. Und zwar, da macht man türkischen oder griechischen Kaffee drin. So, den macht man eigentlich extrem süß, so wie man will, ein Löffel, zwei Löffel, drei Löffel. Ich werde mir aber da einen Süßstoff reingeben. Da haben wir da zwei Schaufel rein. Da muss man wirklich dabei bleiben, das geht nämlich ratzfatz. Ich habe das Ganze beim André, also Kanal André alles Autor, verlinke ich euch da oben, der hat mir das gezeigt mit seiner Ibrig. Hat mir auch gleich gefallen. Und werden wir jetzt auch so machen. Habe jetzt schon ein paar mehr getrunken. Und die sind nicht schlecht. Man muss ja bei den ganzen wirklich aufpassen, weil das geht dann ratzfatz. Da darf man nicht davor reden oder irgendwas. So, wenn das Ganze dann warm wird. Je nachdem, wie viel man halt will. Ein, zwei, sollte das wirklich schön fein sein, ein richtiges Pulver eher. So, dann gehört der gleich mal umgerührt. Schön rühren. Es gibt da im Netz ein paar Anleitungen, wie das genau gemacht wird. Ich habe mir ein paar angeschaut, ich bin da jetzt bei einer geblieben und je feiner der das Kaffeemehl quasi schon ist, desto besser ist das natürlich. Kann ich das jetzt gar nicht näher sagen, weil ich muss nicht so sehr aufpassen. Weil dann bricht diese Creme da drin einmal. Schwappt eigentlich über, weil er darf ja nicht kochen. Das muss man dann vorher von der Flamme nehmen. Wie gesagt, dauert er halt länger, aber jetzt ist er schon am Ende gekommen. Jetzt bricht die Creme durch, jetzt warten wir, bis er fast ganz oben ist. Jawohl, jetzt kommt er Ende. Jetzt ist er herum. Jetzt schöpft man die Creme an. Gibt man da schon rein. Und lasst ihn jetzt noch einmal aufkochen. Also nicht kochen, bis er halt wieder schön hinschäumt.
Genau, das macht er jetzt. Und jetzt kommt er hinein da. So, jetzt lassen wir den natürlich ein bisschen stehen, bis der natürlich angekühlt ist, bis jetzt das alles am Boden senkt. Das ganze Kaffeemehl senkt sich jetzt am Boden, dann kann man gemütlich schön oben trinken. Man muss halt aufpassen, dass man halt nicht den letzten Schluck darf man rein, sonst hat man die Schnauze quasi voller Mehlpulver. Ja, das ist diese sogenannte Ibrig. So, Kupferkessel gibt es in verschiedenen Größen, je nachdem wie viel man halt trinken will. Für mich reicht 1,60, das ist eigentlich dreiviertel voll wollen, das ist vollkommen okay für mich. Ich muss da jetzt auch noch ein bisschen mal rumtüfteln mit Milch dazu oder nicht. Und ja, kostet einen Spott 10 Euro oder was. Und ja, ist halt traditionell, gehört das dazu. Gibt es auch in einem alle so emaillierte Tasseln und so. Schauen dann so ähnlich aus. Ja, jetzt ist er ca. 2 Minuten gestanden. Man muss sowieso warten, weil er verdammt heiß ist. Und in der Zwischenzeit grüße ich mir wieder meine ganzen Krankensaison. Schaut, dass man gesund wird. Und natürlich meine ganzen Gesunden. Schaut, dass man nicht krank wird. Prost, heute der erste türkische quasi live auf meinem Kanal. Ja, der ist mir gelungen. Jo. Schwarz ist keine Milch dabei. Zwei Süßstoff habe ich dabei, weil ich es ein bisschen süßer haben will. Und ma, der fährt ein. Und absolut super, den könnt ihr wirklich trinken, fast bis ganz unten. Dann ist natürlich der Sud setzt sich runter, was das ist. Ich glaube, den muss ich öfters machen. Also wenn wirklich einer Kaffeegenießer ist, das kann ich euch wärmstens empfehlen. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was weggeschickt, dass man den schon sieht. Da unten ist es richtig, den Salz, der was sich da unten büht, den Rest kann man auch gemütlich trinken. Ja, aber ich denke mal beim Zusammenhang müsst ihr nicht unbedingt zuschauen, das weiß ja jeder, wie es geht. Ich mache jetzt einmal klar schief und dann bin ich wieder da. Ja, Wuseln brauche ich da heute gar nichts, heute habe ich alles umdrehen, was da ist am Bärlauch, aber ja, dafür habe ich den Rest alles weggeräumt. Ich denke, der wird sich wieder aufstehen. Also, gehen wir mal Richtung Heimwärts. Es ist schon faszinierend, ich bin da in einem richtigen Bärlauch, fällt herin und genau da ist ein Stöh, so richtig grasrund, da wächst fast gar nichts. Ja, bei dem Baum und bei dem Sonnenschein will ich mich noch von euch da verabschieden. Ich bin jetzt eh gleich beim Auto. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen. Pfiat euch, die Buben.